die einzige Zufriedenheit, die uns blieb. Oder sagen wir besser Genugtuung war am Ende diese schnöde und graue Freude der Erkenntnis, diese Zusammenhänge radikal erkennen haben zu dürfen. So weit sogar, dass jenes vermeintliche Einzige, worauf alles hinauslief, in Kontrastierung mit dem Totalitätsprogramm von alles sonst Nichtigen, hin wiederum erkannt wurde als erneute Verlorenheit, die ganz anderen Zielzwecken diente, als vermeintlich vom hilflos-hoffnungslosen, vom hilflos-hoffnungsvollen Wesen avisiert, damit er diese Durchgangsprozesse auf ein einziges Ziel hin vollzöge und sich trotz aller Unmöglichkeit in die notwendigen Aktionen begebe zur Erhaltung eines Lebens der Unmöglichkeit und zur Neuproduktion von wieder anderem Leben der wiederum Unmöglichkeit. Aber das ist das letzte Kapitel der Stufen 6 und 7, die wir nur angerissen und immer noch aufgeschoben haben und noch erklären müssen.